Die Dämme zeigen, hier in der Nähe von Kübach wächst das edelste Gemüse Deutschlands, Schrobenhausener Spargel. Er genießt Weltruf. Doch was bedeuten diese Nummerntafeln im 10-Meter-Abstand? Hier wächst, mit oder ohne Folie, kein normaler Spargel. Seit 2013 sucht Thomas Schuster hier nach den perfekten Stangen. Schauen Sie, da haben wir einen sehr schönen Kopf geschlossen. Geschlossene Schuppen, genau so wollen wir das. Schaut gerade aus. Thomas Schuster ist bayernweit der Fachmann für Qualitätsklassen bei Spargel. So, und jetzt schauen wir wunderbar. Schauen Sie, gerade. Eine ganz leichte rosa Verfärbung. Aber es ist immer noch eine Einzelqualität. Schön, gerade, wunderbar. So wollen wir ihn. Doch nicht alle Spargelstangen, die hier gestochen werden, begeistern Thomas Schuster. Jede wächst, wie die Natur es vorgibt. Gerade oder krumm, dick oder dünn. Spargel ist kein Industrieprodukt. Der Aufwand beim Stechen ist aber bei jeder Stange gleich. Wenn Sie das vergleichen, da brauchen Sie 4 von den dünnen Stangen, da haben Sie das Gewicht von einer dicken Stange. Betriebswirtschaftlich rechnen sich dünne Stangen überhaupt nicht. 20 Sorten wachsen hier in den Dämmen, 14 frühe und 6 späte. Konzipiert hat den Versuch Gemüsefachmann Martin Schulz von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Sein Ziel, feststellen, wie die einzelnen Sorten wirklich wachsen. Jeder Anbieter sagt, eine Sorte ist klasse und top und schmeckt und bringt Ertrag und ist von der Mängelbonitur, gibt es keine hohlen Stangen, gibt es keine Stangenverbräunung. Aber ist das auch wirklich so? Und da steigt die LWG ins Boot ein und macht eben einen objektiven Sortenvergleich. Dafür braucht es einheitliche Bedingungen, Sandboden und eine gleichmäßige Temperatur im Damm. Die Werte lassen sich am Handy überprüfen. Na, über den Damm haben wir 23 Grad, unter dem Damm haben wir 14 Grad. Spargel ist ein gutes Geschäft. Besonders wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg der Spargelbauern sind Sorten, die sie möglichst früh stechen können. Das ist ein Unterschied, ob eine Sorte in den ersten 10 Tagen eine Tonne bringt oder 4 oder 5 Tonnen. Das ist ja gleich die 3-, 4-, 5-fache Menge. Und das ist richtig Geld. Zumal er in dieser Zeit auch richtig teuer ist. Die Spargelstangen werden in markierte Fächer sortiert. So können die Prüfer später genau zuordnen, von welcher Parzelle und damit welcher Sorte jede einzelne Stange stammt. Die sogenannte Bonitur findet nicht auf dem Feld statt, sondern im Wirtschaftsgebäude eines Spargelhofes, nur wenige Meter entfernt. Kurze Strecken sind wichtig, denn dadurch bleiben die kostbaren Stangen möglichst frisch bis zur Bewertung. Die Ernte wird gewaschen und auf die beim Verkauf übliche Länge von 22 cm geschnitten. Hohle Stangen bringen Minuspunkte. Die Prüferinnen erfassen jede Parzelle, messen Stange für Stange auf ihren Durchmesser und wiegen sie. 22, 26. Jeder Fehler wird dokumentiert, etwa offene Köpfe. Darin haften oft Sandkörner, die will keiner auf dem Teller haben. Schon vor der Feinauswertung wird deutlich, Spargel ist eben nicht gleich Spargel. Manche Stangen gefallen Thomas Schuster überhaupt nicht. Die Sorte 452 hat weder Klasse noch Masse. Sehr wenig. Die Qualität ist nicht gut, eher miserabel, dünne Stangen. Die ist nicht für unser Gebiet geeignet. Und wenn wir jetzt andere Sorten anschauen, dann haben wir von der Menge her ein ganz anderes Bild. Wir haben weiße Stangen, wir haben gerade Stangen. Und eine der Spitzensorten, die wir haben, ist der Ramirez. Wenn wir diesen Spargel anschauen, der schaut einfach super aus. Wir haben geschlossene Köpfe, weiß gerade. Und eine Sortierung, also ein Durchmesser, nicht zu klein, nicht zu dick, einfach spitzenmäßig. Bis 24. Juni wird noch gestochen, doch dann wird der Versuch 2020 neu aufgelegt. Denn nach 8 Jahren sind die Pflanzen erschöpft. Wir werden das Sortenspektrum ändern im nächsten Versuch. Der Spargel befindet sich im Umbruch und deswegen müssen wir laufend neue Sorten testen. Das Ziel sind Spargelstangen, die man noch früher ernten kann als bisher.
die noch einheitlicher wachsen und noch höhere Erträge bringen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und noch vieles mehr.